So. Oh, Industrie brauchen wir. Oh. Alter, die Musik schon wieder so laut. Das gibt's doch nicht. Das ist ja unmöglich. So. Industrie. Kriege ich hier noch irgendwo eine Straße durchgezogen? Schwierig. Ah, das habe ich mir jetzt selber ein bisschen zugebaut. Könnten natürlich nach da oben, genau, dann machen wir da oben noch ein bisschen Industrie. Das wäre vielleicht gar keine so blöde Idee. So, da haben wir hier Strom. Elektrizität. Und Wasser brauchen wir noch. Einmal die Straße hinter. So, Wasserverfügbarkeit 1a. Gut, dann haben wir gesagt, wo haben wir's? Industrie brauchen wir. Ja, das Mensch, ein bisschen größer soll es schon werden. Gut, machen wir so und so. Machen wir gleich noch ein bisschen Gewerbe mit daneben. Ja, fangen wir mal von hier unten an. Dass wir das so ungefähr halbe halbe hinbekommen. Passt das, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Industrie mache? Ja, also ist so ein bisschen 60-40, oder? Passt das? Ich war. Ja, so ein bisschen 60-40. Schon wieder dieses Symbol. Was willst du mir sagen? Was will mir das Spiel sagen? So, auf jeden Fall, dass es jetzt angeschlossen ist. Wunderbar. Brauchen wir da sonst noch was? Ah, hier wird schon wieder angesiedelt. Süße, Gewerbe läuft. Convenience Shop haben wir. So, die Einnahmen könnten aber schon ein bisschen höher sein, finde ich. 1300 haben wir. Ich glaube, wir haben einfach zu viele Ausgaben schon. Hier können wir. Was können wir hier machen? Strom. Ein höheres Budget vorausgesetzt, stellen Stromproduktionseinrichtungen mehr Leute ein und produzieren demzufolge mehr Strom. Gut, hier könnten wir natürlich jetzt ein bisschen einsparen. Bringt das was, wenn ich jetzt wieder runterschraube? Bringt irgendwie gar nichts, oder? Ja, toll, ein Geld. Ja, dann lassen wir es bei 100. Oder bringt das erst was, wenn ich das loslasse? Nein. Ja, doch. Ja, das dauert ein bisschen, bis es aktualisiert. Gut, dann mache ich hier mal 80 Tag und 80 Nacht. Wasser, wir brauchen, wie gesagt, wir sind ja eine kleine Stadt, wir brauchen ja gar nicht so viele Leute hier. Die müssen doch gar nicht so viel arbeiten. Ah, hier haben wir dann öffentlichen Nahverkehr. Steuern. Die werden wir erstmal, ja, die werden wir erstmal fett anheben hier. 11%, 11%. 11% von irgendwas wollen wir ja auch leben. Die Stadt muss ja expandieren. Was haben wir jetzt? Oh, hier, alles schon besiedelt. Noch mehr Kartonfabrik. Bekleidung GmbH. Franks Fischstäbchenfabrik. Siehst du, wir können alles. Also alles kommt aus Zocking. Es ist schon ganz gut gewachsen hier, oder? Haben wir schon ganz gut was auf die Beine gestellt. So, jetzt ist wieder die Nachfrage nach Wohnraum da. Haben wir überhaupt noch Platz für Wohnraum? Hier könnten wir noch eine Straße abzweigen. Bildung, ja, ja, das machen wir auch noch. Ich muss mich bloß erstmal ein bisschen um den Wohnraum kümmern. Ziehen wir hier nochmal eine Straße hinter. So. Könnte ich jetzt hier eine Kreuzung ziehen, oder? Wenn ich das jetzt ein bisschen geschickt anstelle. Weil ich will das nicht alles so quadratisch machen. Das sieht dann irgendwie. Das sieht dann irgendwie scheiße aus. So richtig wie Planstadt eben.
Also es soll ja ruhig auch ein bisschen aufgelockert sein. Ja, das ist jetzt natürlich sehr locker. Ja, warum nicht, ne? Das lief sehr gut. Alter, das hat ja jetzt Sinn gemacht. So, das sieht doch schon besser aus. Da haben wir hier auch eine richtige Kreuzung. Und hier können wir wieder ein bisschen Wohnraum schaffen. So, machen wir es mal grün. Hier können wir was ausbauen. Und dann können wir hier hoch zu ausbauen. Das machen wir alles mit Wohngebiet. Ich habe gerade eine Petition zum Bau einer Schule in unserer Stadt unterzeichnet. Ja, das machen wir ja auch noch. Keine Angst. Die bauen wir dann hier oben irgendwo hin. Die Schule kommt so ein bisschen außerhalb. Scharfe Kurve. Ja, auch nicht schlecht. Dann brauchen wir wieder Strom und Wasser. Ja, das ist Mist. Kriege ich das gerade? Bekomme ich das gerade hin? So in etwa, genau. Und dann können wir das hier anschließen. Wunderbar. Einwandfrei. So, jetzt muss ich aber auch wieder hinten rumgehen. Hier kann ich keine. Nee, hier kann ich keine Kurven bauen. Ah, es kostet alles immer so viel Geld, ne? So, da haben wir dann auch einen Anschluss. Oh, 900 Einwohner. Eine schnell wachsende kleine Stadt, ja. So, Wasser müssen wir noch machen, genau. Wasser. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass jetzt sämtliche Gebiete abgedeckt sind. Das haben wir ganz gut geschafft. Jeder ist angeschlossen. Was wollen die hier hinten? Was ist das? Was wollen die? Nein, keine Arztpraxis. Nicht genügend Arbeiter. Was mache ich da? Hat das was damit zu tun? Aber eigentlich nicht, das ist ja kein Strom- und kein Wasserkraftwerk. Ich weiß es nicht. Historisches Gebäude kann hoch aufstufen. Aha, nee, das ist jetzt kein historisches Gebäude. Nicht genügend Arbeiter. Ja, was mache ich denn da? Gib mir doch mal einen Tipp. 4 von 16 Arbeitern. Ungebildet. 4 von 16. Also entweder müssen wir hier noch mehr Leute... Aber ich glaube mal, wir brauchen einfach eine Schule. Wir brauchen einfach eine Schule. Grundschule, genau. Ungebildet 100%. Wir sind echt eine saudämliche Stadt. Nur Idioten. Eine Stadt von Vollidioten. Das ändert sich jetzt. Das wird sich jetzt ändern. Komm, jetzt haben wir eine Schule. So. Als nächstes. Was kostet die Arztpraxis? Die kostet 10.000 Geld. Ja, komm, die bauen wir auch gleich hier oben mit hin. Die bauen wir gegenüber. So, da freuen sich die Leute. Siehste. Aha, bin wir eine Schule und eine Arztpraxis. Und wir machen ganz gut Gewinn hier. 2000 Geld pro Woche. Das ist doch schon mal ganz okay. Ah, wir können immer noch mehr Wohngebiete anlegen. Stadtviertel festlegen. Rufen Sie das Stadtviertelwerkzeug auf, um Stadtviertel hinzuzufügen und zu entfernen. Und Ihre Industriespezialisierung zu verwalten. Danke, Vogel. Spezialisierten Industrien können die örtlichen Naturrohstoffe nutzen. Aha. Stadtförderwerkzeug. Okay, da können wir jetzt hier sagen. Dass das hier. Nebelhöhen. Ja, das passt wahrscheinlich so. Bei dem Geraffel, was die Deponie da so um sich schmeißt, ist es bestimmt eine Nebelhöhe.
Dann machen wir hier noch eins. Rosenholzhügel. Jo, warum nicht? Sterling Park. Dean Park. Maulbeerviertel. Na, das klingt auch nett. So, Richtlinien können wir aufstellen. Aha. Stromverbrauch. Verringert Stromverbrauch moderat. Unterhalt 5 Geld pro Gebäude. Ne, 5 Mini-Geld. 5 Cent oder was das ist. Verteilung von Rauchmeldern. Ja komm, das dient der Sicherheit. Das wird gemacht. Meine Katze wurde gerade von einem Rauchmelder gerettet. Danke, Feuerwehr. Cool. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Geil. Boah, ist das hier Dreck oder was ist das? Diese Wolken hier? Ich weiß nicht. Das sieht schon ziemlich dreckig aus hier. So. Ja, guck mal, jetzt haben sie auch hier genügend Arbeiter. Einer, ne, zwei brauchen noch Arbeiter, aber die anderen haben jetzt genügend. Na, das haben wir doch erstmal ganz gut hingekriegt. So, jetzt wollte ich aber noch Wohnraum schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Oh, Alter, hier. Maximal sehr hohe Nachfrage nach Wohnraum. Da wird alles zu Wohnraum gemacht, was geht. So. So, Eckgrundstück hier noch. Warum tut die lokale Regierung nichts gegen die Brände? Hatte niemand die Aufsicht über die Brandsicherheitsbestimmungen? Alles klar. Was uns unsere Bürger damit sagen wollen, ist, dass wir wahrscheinlich sowas wie eine Feuerwehr haben möchten. Na gut, was kostet denn die Feuerwehr? 12.000 Geld. Boah. Naja gut, was bleibt uns anderes übrig? Können wir hier unten irgendwie... Hier, guck, genau in die Kreuzung. Das passt. Das passt. Da ist die Feuerwehr. Was ist das denn? Oh, Kriminalitätsrate ist zu hoch. Yo. I love this city. Geil. Siehst du, unsere Bürger sind zufrieden. Gut, wie viel Geld haben wir jetzt? 19,2. Machen schon mal ganz viel Verluste hier. Feuerwehr, Polizei. Was kostet die Polizei? Auch 12.000. Boah, Alter, das ist teuer. Soll ich die Polizei jetzt direkt bauen? Schweren Herzens. Muss sein. Muss einfach sein. Die Leute sollen sich auch sicher fühlen. Einzigartiges Gebäude. Oh, Freiheitsstatue. Ja, klar. Kostet 210.000 Geld. Verschmutzung 0. Hm, naja. Lärmbelästigung 100. Ja, weil dann die ganzen Touristen da rumstiefeln. Unterhaltung 100. Was können wir sonst noch bauen? Brandenburger Tor. Dann haben wir noch den Eiffelturm. Grand Central Terminal. Grand Central, ist das London? Weiß ich jetzt gar nicht. Bin ich gerade echt überfragt. Grand Central, das ist auch Amerika. Keine Ahnung. Arc de Triomphe. Und hier haben wir... Aha. Chirp X Startgelände. Ich glaube, das hat mit dem Vögelchen irgendwas zu tun. Gut, also für einzigartige Gebäude fehlt uns erstmal noch die Kohle. Was ist das? Ach, hier geht's noch weiter. Aha, hier geht's noch weiter.
Aha. Gut, das ist Stufenaufstieg eines Gebäudes, wenn. Oh, winzige Kleinstadt. 1400 Bewohner haben wir schon. Geil. Haustierverbot. Nö, warum soll man Haustiere verbieten? Nö, sehe ich ja gar nicht ein. Rauchverbot? Nö, auch nicht. Parks und Erholung. Das könnte ganz interessant sein. Gut, was wollte ich denn jetzt gerade? Ah, wir haben jetzt mal wieder ein bisschen Geld bekommen. Ja, Wettervorhersage, danke Vögelchen. Zeigt er mir jetzt immer den Namen an? Aber putzt sich schon ein bisschen raus, ja. Die Stadt wächst und gedeiht. Das Maulbärviertel hatten wir jetzt hier unten schon. Ne, da haben wir noch freigelassen. Gewerbe könnten wir natürlich noch hinmachen. Das macht nicht so viel Dreck. Also ein bisschen Gewerbe hier links und rechts. So. Das lasse ich mal noch frei, falls wir da irgendwas brauchen wie eine neue Schule, weil wir haben natürlich auch noch Oberschule und eine Universität können wir auch noch bauen. Irgendwann. So, jetzt sind schon bloß noch 94% ungebildet. Läuft bei uns. Parks und Plätze. Dekorative Elemente erhöhen die Bürgerzufriedenheit, die wiederum ein wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung von Gebäuden ist. So, dann könnten wir theoretisch einen kleinen Spielplatz zum Beispiel bauen. Guck. Den muss ich aber auch wieder an der Straße hinsetzen. Wo setze ich denn den kleinen Spielplatz hin? Ja, komm, hier unten. Passt. Passt gerade so schön. Da hat der Rosenholzhügel hier einen kleinen Spielplatz. So, haben wir noch einen Park? Kleiner Park. Guck mal, der ist ganz günstig. Wenn auch relativ teuer. Jo, wo setze ich denn den kleinen Park hin? Ah. Schwierig, schwierig. Wahrscheinlich auch hier unten. Ah, das ist so weit außerhalb. Mag ich eigentlich nicht da hinsetzen. Kriegen wir denn nicht irgendwo noch rein? Oh, mein Gott. Moment bitte. Das Ding muss leiser. Das Ding muss wirklich leiser. So, kleiner Park. Wo willst du hin, kleiner Park? Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Park. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin mit dem Ding. Da steht die Stromleitung im Weg. Okay, wir bauen erstmal keinen Park. Da muss ich erstmal gucken, wie sich das dann mit der Verkehrssituation hier entwickelt. Jetzt habe ich ja wieder alles zugebaut, wa? Ah, scheiße, kriege ich auch keine Straße mehr durch. Hier unten geht noch was. Guck an. So. Hä? Ach so, nein, nein, gerade bitte. Bitte gerade. So, komme ich das hin? Da scheint hinzuhauen. So, neue Dienstleistungen. Vergessen Sie nicht, die neue freigeschaltete Dienstleistung anzusehen. Ach so, ja, hier. Ist sowieso erstmal Makulatur, brauchen wir nicht. Parks und Plätze sind halt erstmal interessanter. So, jetzt brauchen wir natürlich erstmal wieder. Was kann ich? Kanäle? Ach, ich kann Kanäle bauen. Aha. Ihren Kanal können Sie dem Gelände durch Auswahl drei verschiedene Kanalsegmente anpassen. Sollte Ihr Kanal leicht überflutet werden,
sollten sie in Flach beginnen und beenden, um den Wasserstrom zu kontrollieren oder es sonst mit den Hochwassermauern versuchen. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch hier vom Fluss einen Kanal hier reinziehen. Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, was das für einen Effekt haben soll. Ob das der Wasserversorgung dann zuträglich ist, könnte natürlich sein, dass irgendwann die eine Pumpstation hier nicht mehr reicht. Naja gut, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ja, ich lasse das alles auf mich zukommen. So, wir brauchen jetzt sowieso erstmal Strom und Wasser. Ja, Strom ist mir ja ganz toll. Hier. Da kann ich nicht weiterbauen. Ist hier kein Strom dran? Boah. Ich dachte jetzt schon. So, dann müsste eigentlich die Stromversorgung aber ausreichen. So, dann brauchen wir Wasserversorgung. Kriege ich ein bisschen. Kriege ich sie da hin? Nein. Na gut, so geht's auch. So geht das auch. Perfekto. So, da haben wir Wasser und Strom. Hier unten irgendwie nicht. Die sind nie am Strom. Scheiße. Schnell noch eine Leitung durchgezogen. Und dann sollte auch dieses Gebiet mit Strom versorgt sein. Ort ist bereits belegt. Hä? Was? Ach, das ist ein bisschen müßig manchmal. Gut. Ich glaube fast, dass unser Strom nicht ausreicht. Ah, scheiße, ich hab's mir schon fast gedacht, dass das passieren wird. Das ist die Frage, reicht das, wenn ich jetzt das Budget erhöhe? Ich glaube, das reicht schon. Vielleicht war es auch einfach bloß ein Stromausfall. Gut, im Moment haben wir wieder Strom. Wir haben Strom, wir haben Wasser. Ich suche nach einer Wohnung oder einem Haus in der Stadt. Bin für alles offen. Bitte PM für weiteren Kontakt. Was sagt uns das? In erster Linie, dass ich hier bestimmt nochmal irgendwo eine Straße durchziehen sollte. Da wird ein Haus weggerissen. Scheiße. Ah, naja. Geht jetzt gerade nicht anders. Das geht jetzt gerade nicht anders. Was ist denn das eigentlich? Straßenzölle. Jo, komm, Maut. Jeder muss Maut zahlen. Nee, Quatsch. Was ist das? Kreuzungen? Kleiner Kreisverkehr. Können wir eigentlich sowas wie eine Ampelkreuzung bauen oder sowas? Sehe ich jetzt hier gerade nicht. Mautstelle. Nee, Maut wollen wir jetzt nicht haben. Ja, jetzt wird es halt doch ein bisschen quadratisch alles, ne? Ja, das hier oben lockert noch ein bisschen auf, aber ansonsten relativ quadratisch. Quadratisch praktisch gut. So, Wohngebiete bitte. Wohngebiete bitte. Einmal hier und einmal da. So, ein bisschen Gewerbe brauchen wir auch noch. Würde ich sagen, führen wir hier oben kleiner fort. Wie viele Einwohner haben wir denn jetzt eigentlich? 1500.
Gut. Wir sind immer noch im Plus, das ist auch gut. Und wir sollten noch mehr Wohnraum schaffen. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Jetzt könnte ich doch eigentlich... Nee, nicht den. Den Park anlegen. Jawohl. Jetzt haben wir auch einen schönen kleinen Park. Ich liebe die neuen Parks. Danke an den Bürgermeister. Jetzt kann ich mit meiner Familie endlich in den Park gehen und ein schönes Picknick haben. Parks and Recreation. Gern geschehen. So. Bin gerade eingezogen. Suche noch neue Freunde. Hashtag einsam. Jo. Die Stadt wächst. Da findest du bestimmt noch jemanden. Meine Katze wurde gerade vom Rauchmelder gerettet. Jawohl, kennen wir schon. Was haben die eigentlich für Katzen? Zünden die Katzen mal denen die Buden an oder was? Oder wie? Ich meine, ich weiß ja, Katzen versuchen dich eigentlich ständig umzubringen, aber... Was sind denn das bitte für Kamikatzen? Ja, ich weiß, er war schlecht. Haben wir da... Ah, da ist kein Wasser. Da ist kein Wasseranschluss. Aber Strom haben die schon, oder? Das müsste eigentlich passen. Ja. Das passt. Die Kamikatze. So, hier drüben könnten wir eigentlich auch noch weiter bauen. Irgendwann. Ich will jetzt nicht zu viel machen. Weil ich glaube, wir werden schon noch ein bisschen Platz brauchen. Weil irgendwann können wir, glaube ich, auch richtige große Wohnviertel hochziehen. Dicht besiedeltes Wohngebiet, genau. Aber da brauchen wir 8000 Einwohner dafür. Das dauert noch ein bisschen. Dann können wir hier so Wolkenkratzer hochziehen lassen, besser gesagt. Ich würde sagen, das machen wir da im Süden, hier so ein bisschen in der Ecke unten. Der Norden ist so ein bisschen Industrie und Wohngebiet und im Süden machen wir dann so die Wolkenkratzer, die Außenbezirke. Und hier hinten haben wir auch noch ein kleines Viertel. Und hier oben haben wir auch noch ein kleines Viertel. Was passiert jetzt, wenn ich hier sowas mache? Aha, ach so, mit der rechten Maustaste, okay. Aha. Aha, 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 aha. Ja, geht schon ganz schön den Berg hoch da. Ist schon relativ steil. Ja, mach ich. Ja, gut, ob das jetzt wirklich von Nutzen ist. Oh, das kostet sogar Geld. Scheiße. Habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Das hole ich mir erstmal zurück. Das hole ich mir erstmal zurück. So. Immer noch in der Gewinnzone. Die Bewohner sind alle glücklich. Und dann würde ich sagen, soll es das erstmal gewesen sein für die erste Folge? Ich gehe mal kurz in die Option. Die Musik ist immer so mörderlich laut. Gucke ich mir nachher nochmal an und gegebenenfalls wird die Musik ganz ausgemacht. Beziehungsweise wirklich auf ein Minimum reduziert, weil ich finde die wirklich, wirklich hammerlaut. Ja, wie gesagt, für den Anfang soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch gefällt das. Schreibt es ruhig in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, das Ding spiele ich auf jeden Fall weiter. Und ich nehme das natürlich auch weiter auf und lade das natürlich auch weiter hoch. Das heißt, die nächste Folge kommt dann bestimmt demnächst. Schaut einfach vorbei, bleibt dran, klickt in meinen Kanal, klickt auch auf Abonnieren.
Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein, lasst es euch gut gehen und ciao.